Guten Tag und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Online-Anmeldungen für Feuerwehrsport-Wettkämpfe schaltet. Dafür bin ich hier auf der Webseite feuerwehrsportstatistik.de und klicke auf Termine und dann den Reiter Online-Anmeldung an. In dieser Tabelle seht ihr, dass noch keine Online-Anmeldungen geschaltet wurden. Das will ich jetzt einmal demonstrieren, wie das geht, indem ich hier auf den Button klicke. Normalerweise müsstet ihr euch jetzt an diesem Punkt erstmal registrieren, also ein Konto anlegen und euch danach anmelden. In diesen Vorlagen wähle ich den Löschangriff Wettkampf, weil er hier die Disziplin Löschangriff nass männlich und weiblich hat. Und zwar demonstriere ich mal ein MV Cup in Rostock als Datum, dann was ich den nächsten Samstag. Ort ist dementsprechend Rostock. Hier könnte man einen Freitext angeben mit Hinweisen zur Ausschreibung oder zum zeitlichen Ablauf. Diese Felder kann man ausfüllen, wenn man den Anmeldezeitraum begrenzen möchte, also zum Beispiel die Anmeldung schon ein paar Tage vor dem Wettkampf schließen möchte. Dann gibt es hier noch zusätzliche Angaben für die Leute, die sich anmelden. Da gibt es bei den Personen zum Beispiel sowas wie U20 oder Übernachtung gewünscht. Und bei den Mannschaften, ob man zum Beispiel in eine bestimmte Wertung aufgenommen werden möchte oder so. Hier unten sind die beiden Disziplinen, die wir schon über die Vorlage generiert haben. Ich demonstriere noch einmal, wie man hier noch die Hindernisbahn dazu bekommt. Und legt den Wettkampf an. Nun sieht man hier die Übersicht. Ganz wichtig für euch als Wettkampfleiter ist dann dieses Feld, nämlich dass der ganze Wettkampf noch nicht öffentlich geschaltet ist. Das heißt, ihr könnt erstmal noch ein bisschen rumeditieren und vielleicht die Beschreibung hier verbessern. Wenn ihr dann soweit seid, klickt ihr auf Veröffentlichen, könnt ihr oben noch einen kürzeren Namen für den ganzen Wettkampf vergeben. Zum Beispiel MV Cup Rostock 2016. Der würde dann im Gesamtlink so aussehen. Und das Ganze kann man hier über diese Checkbox veröffentlichen. Nun wurde automatisch zu diesem Link auch noch hier ein QR-Code generiert, den ihr dann zum Beispiel auch in der Ausschreibung mit abdrucken könnt. Soweit erstmal das Ganze, um den Wettkampf zu erstellen, die Wettkampfanmeldung. Ich wechsle mal in einen anderen Browser und bin dort auch schon angemeldet, aber als ein anderer Benutzer. Klicke hier auch auf den Reiter und sehe, dass dort der Wettkampf jetzt zur Verfügung steht. Klicke ich ihn an, sehe ich, dass ich hier oben oder hier unten jetzt Buttons sind, um mich dafür anzumelden. Zum Beispiel kann ich hier eine Mannschaft anmelden. Zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Rostock. Fülle dann hier alle Daten aus. Hier bitte ich euch darum, das auch immer auszufüllen, damit die Wettkampfleitung euch im Ernstfall erreichen kann. Dann kommen wir jetzt hier auf die nächste Seite. Dort sind dann die zusätzlichen Angaben, die ich vorhin ja ausgewählt habe. Zum Beispiel, ob derjenige oder diese Mannschaft in der MV-Kampfwertung mitlaufen möchte. Und hier unten ist dann die Wertungsgruppe, an denen man teilnehmen möchte. Klicke ich die Mannschaft an, komme ich hier nochmal zu einer Übersicht und hier unten ist der Bereich für die Einzelstarter der Mannschaft bzw. für die Einzelteilnehmer. Da kann ich hier auch Wettkämpfe hinzufügen. Kann man hier das System durchsuchen, damit es schneller geht. Zum Beispiel kann ich hier Peter auswählen und hier unten sind auch die zusätzlichen Angaben für die Einzelpersonen, die man vorher angegeben hat. Zum Beispiel würde ich jetzt hier Peter als U20 kennzeichnen und dass er an der Hindernisbahn teilnehmen möchte, und zwar als erster von unserer Mannschaft. Dann klicke ich hier noch einen zweiten an, zum Beispiel Johannes, und der hat dann, sage ich mal, die Übernachtung gewünscht. Und der würde als zweiter starten. Hat man das jetzt vollzogen, tauchen diese hier unten in der Tabelle auf mit den jeweiligen Attributen und auch der Reihenfolge. Ja, das Ganze kann man natürlich hier auch noch wieder verändern oder man schließt es ab.
Jetzt wechsle ich nur wieder in den anderen Browser, also in demjenigen des Wettkampfleiters. Aktualisiere einmal die Seite und ihr seht, dass hier die FF Rostock jetzt zu sehen ist mit den zwei Wettkämpfern und der Teilnahme beim Löschangriff. Das Ganze könnt ihr euch dann als PDF, als Excel oder als Wettkampfmanager-Konfiguration herunterladen und somit eure Wettkämpfe durchführen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail und ich komme dann auf euch zu. Vielen Dank fürs Zuschauen.